wir sind jetzt gerade in Straßkirchen am Bahnhof und wir fahren jetzt nach Frankfurt. Wir haben noch nichts gebucht, außer halt Deutschland-Ticket, ne? Und jetzt fahren wir mit dem Deutschland-Ticket irgendwie. Jens hat jetzt die Schnapsidee, dass wir jetzt nach Frankfurt am Main fahren. Richtig cool, oder? Richtig cool. Und da kommt unser Zug. Tschüss! So, kurzer kleiner Zwischenstopp im Burger King in Würzburg. So, wir sind jetzt in Würzburg Hauptbahnhof. Ja, immer noch Donnerstag. Und ja, jetzt ist der letzte Zug, der kommt. Wir sind jetzt schon eigentlich 4 Stunden gefahren. Also ich bin noch gar nicht so fertig. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass wir schon so lange Zug gefahren sind. Irgendwie ist das Gefühl, wir kommen uns auch beide irgendwie gar nicht auf die Kamera. Aber egal. Können wir kurz drüber reden, dass ich morgen arbeiten muss? So, wir sind jetzt am Bahnhof in Frankfurt am Main, am Hauptbahnhof, und wir suchen jetzt unser Hotel. Unser Zug hatte 42 Minuten Verspätung und fand ich richtig wegen scheiße. Wegen einem Handy. Weil das geklaut wurde. Richtig lost. Mit 240 Euro. Ja, und das Ding ist, die haben halt auch Klos und so durchsucht. Und wir waren da am Klo und dann haben die halt einfach alles durchsucht. Das war absolut strange. Wer will den Klo suchen? Natürlich nicht. Ja, und jetzt suchen wir unser Hotel. Also ich finde, Frankfurt ist das neue New York City. Sieht richtig geil aus. Also ich saß noch nie in so einem Stuhl drin im Zug. Ja, ich glaube auch meinte, der Bahnhof sieht gar nicht so schlimm aus. Ja, gut. You make me fix and ready. Ja, ja. So, wir sind jetzt mit unserem U-Bahn-Dings gefahren. Wir sind jetzt einfach in New York City. Wir haben jetzt unser Hotel gefunden. Das ist das Rote hinter mir. Ich dachte auch nur gerade so, ja, das Hotel sieht ja richtig chillig aus. Da würde ich gerne rein. Und wo ist jetzt unseres? Hier ist es unseres. Das finde ich schon mal gut. Und es ist rot. Finde ich auch toll. Jetzt muss man auch innen drin gut aussehen. Hier sieht man jetzt einen kleinen Zwischenstopp. Also da sieht wir mal ganz kurz, wieso wir meinten, dass es aussieht wie New York. Und dann waren wir noch essen und wir haben Burger gegessen und ein paar Cocktails getrunken und sind dann eigentlich schon ins Bett. Guten Morgen. Wir gehen jetzt gleich zum Frühstück. Man sieht den Background gar nicht. Ach doch jetzt. Ja. Ich habe schlecht geschlafen. Ich bin müde. Das Kissen ist scheiße. Geschnarcht. Ja, richtig laut geschnarcht. Richtig lost. Kurzer Einblick zu unserem Frühstück. Also es gab verschiedene Dinge zu essen und es war echt ganz gut. So, good morning. Ich habe jetzt gearbeitet. Ich habe wirklich gearbeitet. Und ich war duschen. Jetzt habe ich ein schönes Kleid angezogen. Hier ist der einarmige Bandit. Moin. Der Föhn geht auf jeden Fall nicht in unser Hotel. Ist ein bisschen blöd, aber who cares? Meine Haare bin auf einer Leine trocken. Wir fahren jetzt zum Wildschwein. Wer kennt das Wildschwein? Von den Aktien so ein Ding. Weil in Frankfurt ist, glaube ich, der Hauptsitz der Banken für Aktien. Und da fahren wir jetzt hin zu den Wildschwein. Also in dem Abschnitt zeige ich euch eigentlich gerade, dass wir in einem lateinamerikanischen Wochenende sind und wir welche Bänder bekommen haben und das irgendwie komischerweise anmelden mussten. Hier sieht man was zu essen aus Peru. Ich war ein bisschen am struggeln, ob das wirklich so gut ist, wegen Magen-Darm und so, aber nee, alles war fein. Wieso denn? Nee, das ist gut. Wo steppt der Bär? Im Pattes Coffee wird mein Bar nur mit der Neo Taste App. Und was gibt es zu essen? Es gibt 2 Caesar Wraps. Ja, sieht man nicht viel, ne? So, wir sind jetzt fertig mit Essen. Der war richtig, richtig geil. Also wer noch nie da war und in Frankfurt ist, geht dahin. Nehmt die Neo Taste App. Beste App. Und wir gehen jetzt zum Bulle und Bär. Das heißt doch nicht Wildschwein. Ups. Ja. Wir schauen jetzt, wer richtiger näher dran ist. Ich bin der Meinung, wir haben heute Abend 15.000 Schritte. 13. Wer näher dran ist, wer nicht näher dran ist, der muss ein Eis kaufen. So, wir haben jetzt gerade was gekauft zu trinken. Da gibt es einfach kein Pfand auf dieser Flasche. Ist richtig strange. Ist in Deutschland nicht Pflicht, dass Pfandflaschen, dass Flaschen Pfand drauf haben müssen? Wir gehen jetzt auf jeden Fall in die Skyline Plaza, die ist so vorne. Und das ist ein Einkaufszentrum, weil ich muss irgendwie aufs Klo. Und ich brauche eine Handtasche, weil ich habe Kleider an und keine Tasche. Ja, du hast ja generell nicht so viele Handtaschen. Ich habe auch generell nicht so viele Handtaschen. Eine Handtasche maximal. Aber eine richtige Handtasche, so eine große, habe ich wirklich gar nicht.
So, das ist jetzt eine kurze Aufnahme von dem Einkaufszentrum, in dem wir waren. Und oben auf dem Einkaufszentrum gab es so einen Einkaufszentrumsgarten. Weiß ich nicht, ob das üblich ist, aber ich kann sowas noch nicht. Und hier sieht man die Skyline, die man da so gut erblicken kann. Und ich finde, da sieht man nochmal richtig krass, wie hoch diese Häuser sind. Und so in der Art stelle ich mir eigentlich New York vor. Also richtig krass. Wow, hier kann man nochmal ganz gut sehen, dass wir ein paar Aperol eventuell getrunken haben. Wir waren jetzt gerade bei einem Neo-Taste-Deal. Für 4,50 € haben wir jetzt zwei Aperol bekommen. Richtig cool. Also woanders ein paar Häuser weiter kostet Aperol irgendwie 7,50 € und wir bekommen zwei für 4,50 €. Richtig cool. Jetzt gehen wir, keine Ahnung wohin. Da ist der Main zur Main-Terrasse. Die Main-Terrasse, Genau, was die, ich, das ist die Main-Terrasse nicht mit die der Main-Terrasse, Leute, die Main-Terrasse. Main-Terrasse. Da ist der Kölner, der Kölner. Guck, der Kölner Dom. Also hier sieht man den Main bzw. den Main, haha, lol. Bisschen falsch gesagt, aber gut, sieht eigentlich echt fein aus. So, wir haben jetzt zwei Wildberry-Lilly und das für 9 Euro, also die App ist doch richtig geil. Wie gute Menschen dachten gerade, das hier, was vor uns steht, wäre der Dom. Ja gut, da steht auch noch evangelische Lutherkirche da. Ist wohl eventuell doch nicht der Ding. Ja, Und wir gut. spazieren jetzt dann mit unserem Lilly rein. Ja, eventuell ist es doch nicht die St. Pauluskirche, sondern die Dreikönigskirche. Ja, gut. Sorry, falsch, man kann auch nicht reingehen, also gehen wir doch nicht in die Lilly rein. Hier kann man ganz gut erkennen, dass wir auf dem Eisernen Steg laufen. Und ja, bekommt auf jeden Fall ein Like von uns. Und als nächstes kann man sehen, wie wir auf der Eisernen Brücke rüberspazieren. So, wir stehen jetzt vorm Dom. Hier, scheiße. Hier sieht man, dass wir in der Komödie waren. Eigentlich geht es so um 50-Jährige, die irgendwie pubertierend sind. Und wir waren einfach mit 21 Jahren da. So, wir waren jetzt. Wo waren wir jetzt noch? Wir waren jetzt Burger essen bei Hans im Glück für 23 Euro für beide tatsächlich. Es hat funktioniert, dass wir den Cocktail genommen haben und das Burger-Ding. Das heißt eigentlich 23 Euro für beide. Jetzt waren wir noch in der Komödie. Ja, hat auch nicht unbedingt wirklich viel gekostet. Wir haben wieder zwei für eins Zwei für bekommen. eins. Und jetzt gehen wir noch irgendwo in eine Bar. So, wir haben uns jetzt entschieden, dass wir doch keinen Cocktail mehr trinken. Nachdem da ganz, ganz mysteriöse Leute waren, die auch uns irgendwie random Shots ausgegeben haben, sind wir mal abgehauen. Und wir waren auch in ganz zwielichtigen Vierteln, da wo man eventuell nicht sein müsste. Frankfurt Hauptbahnhof. Ja, wir Und sind wieder im Hotel. Und ich hatte recht, also wir haben fast 20k Schritte. Ich bekomme morgen Eis. Guten Morgen! Wir haben jetzt Samstag und wir gehen jetzt zum Frühstück. Bin müde. Wir haben jetzt irgendwie 7:45 Uhr. Ich habe 15 Minuten länger geschlafen als eigentlich geplant. Und jetzt wird dann geguckt, was wir machen. Wir haben uns dann entschieden, dass wir in den Palmengarten gehen und das ist den man jetzt hier sieht. Da gibt es verschiedene Sachen zu sehen. Also wir haben hier ganz viel Palme, es gibt auch einen Wasserfall und Kakteen. Es ist ein riesengroßer Park, wo man ganz viele Dinge anschauen kann. Und einfach ein richtig chilliger Garten, da muss ich dazu sagen, der ist kostenpflichtig, also der ist nicht kostenlos. Kostet schon ein bisschen was. Ich glaube, wir haben um die 18 Euro bezahlt für beide Personen. Heinrich! Heinrich auf der Mucke. Der Heinrich, der glaube ich, den möchte ich Spiegelbild flüssen. Fenstergeil. So, wir waren jetzt gerade bei Beats and Roots. Das sind unsere zwei Bowls, die man hier sieht. Funktioniert das? Einmal haben wir die Protein Chicken Bowl und dann die Crunchy Thai Chicken Bowl. Das ist Maracuja und Cheesecake und weiße Schokolade, Himbeer und Amarena. So, wir kommen jetzt gerade vom Dom, weil wir gerade am Dom drin waren. Wir sind doch nicht nach oben gegangen, weil ja, es kostet Eintritt, also nicht der Domkurs Eintritt, sondern das Hochgehen. Und ja, so 300 Stufen. Ich schweiße ja nicht, es ist schon heiß, heiß, heiß. Also ich glaube, draußen hat es 25, 26 Grad laut Wetterbericht. Ja. Also schon übel. Also muss jetzt nicht sein. Nee, muss nicht sein. Ich habe es geschafft, jetzt innerhalb von 2 Tagen, also jetzt gestern und heute,
seitdem, dass wir hier sind, noch nie einen vollen Preis bezahlt. Jegliches Essen. Denn. Hier nochmal die schöne Aussicht hier. Wir gehen jetzt dann gleich über diese Brücke. Ja. Die Vorstellung, was ist Realität? Sieht nee. Cool aus, oder? Ja, das war doch klar. Die schauen echt fast gleich aus. Los. Ja, okay. So. So, wir waren jetzt nochmal Aperol trinken. Alter, und jetzt haben wir gerade noch Lose kaufen. Wir waren ja gestern schon Lose kaufen. Gestern haben wir 4 Euro ausgegeben, heute 2 Euro. Und wir dachten uns, ja, heute ist ein guter Tag. Wir haben uns nicht verfahren, alles fein und so. Wir müssen mal rechts gehen. Und ja. Jetzt sind wir Millionäre. Wir haben tatsächlich jetzt einfach 4 Euro gewonnen. Wir sind nicht reich. Ja, krass. Und dann haben wir gesagt, wir nehmen das jetzt auch mit. So, also wir sind jetzt hier im Einkaufszentrum. Ich weiß nicht, ob man irgendwie was hört, aber das ist halt richtig groß. Es gibt 6 Stufen, glaube ich, fast. Und da vorne sind eiskalt so Räume, wo man einfach Fotos machen kann. Richtig cool. Hier sieht man ein richtig, richtig geiles Einkaufszentrum. Man hört leider die Tonspur gefühlt gar nichts, weil es einfach außenrum so laut war, weil in einem Einkaufszentrum normalerweise eigentlich immer sehr, sehr viele Menschen sind. Und man leider Gottes einfach gar nichts versteht. So ein erneuter Aperol in dem gleichen Kaffee wie heute Vormittag. Heute Nachmittag. Oder frühen Vormittag. Why not? So, wir waren jetzt gerade beim Essen. Da gab es da noch eine Blackberry und Pizza. Die Pizza war richtig, richtig geil. Also ich habe schon lange keine so gute Pizza mehr gegessen. Und jetzt geht's zum Bullen und Bär. Und da machen wir dann noch Fotos. So, zum Abschluss unserer Tour haben wir jetzt auch noch die Petruskirche gefunden. Endlich! Nach 50 Millionen Jahren. Und wir sehen die coole Skyline hier oben. So, wir haben jetzt unser letztes Ziel erreicht. Der Bulle und der Bär. Also, richtig cool. So, wir haben uns noch entschieden, dass wir doch einen Kaffee holen. Er hat jetzt einen Cappuccino und ich habe eine Matcha Latte. Die haben eine Tüte bei Too Good To Go geholt bei Starbucks und wie man sehen kann, haben wir Essen bekommen. Wer hätte es gedacht? Wir haben bekommen 2 Muffins, einfach 2 Schokomuffins. Die waren richtig, richtig geil und wir haben einen Cheesecake bekommen und einen Apfelkuchen, den wir beide aber nicht gegessen und ein Brötchen, das haben wir tatsächlich auch nicht gegessen. So, schau aus, wie keine Ahnung, wie richtig zupft. Guten Morgen, unsere Motivation dort aufzustehen war absolut nicht vorhanden. Und jetzt geht's zum Frühstück. So, hier haben wir eine kurze Roomtour. Wir kommen von hier draußen rein, von hier. Da kann man zusperren, wir haben gar nicht zugesperrt, aber ist ja wurscht, weil wir reißen jetzt eh gleich ab. Hier haben wir einen großen Schrank. Ja, genau. Da haben wir einen unsicheren Safe, so wie gefühlt überall. Dann haben wir das Bad, nicht wundern, es sieht geil aus, wer aufkommt, ich nicht. Hier eine Dusche, da ist sogar Shampoo. Dann haben wir hier einen riesengroßen Spiegel. Hier haben wir ein Klo, falls ihr das Klo müssten. Falsch. Hier haben wir Handtücher, da haben wir irgendwas zum Kaffee herrichten und so Stuff. Da haben wir einen Fernseher, der Fernseher funktioniert, aber irgendwie die Sender sind nicht so geil. Dann haben wir hier nochmal einen Spiegel. Und das Bett, die Koffer und alles ist schon alles ready und hier haben wir die Aussicht. Ich finde die Aussicht ist schon geil. Für ein 30 Euro Hotel kann ich mich echt nicht beschweren. Ja, genau, inklusive Frühstück. So, hier sehen wir den Bethmount Fountain. Sieht doch richtig cool aus. Auf jeden Fall gibt es hier irgendeinen Garten, wo man eigentlich ganz gut spazieren gehen kann. Aber eigentlich wollen wir woanders hingehen, zum chinesischen Garten. So, wir sind jetzt im Garten des himmlischen Friedens. Oh, ist ein anderer Garten. Aber der sieht auch gut aus. Und jetzt gehen wir da hoch hin. Also, der Park war auf jeden Fall kostenlos. Man konnte da reingehen. Man konnte tatsächlich auch Schach spielen mit so großen Schachfiguren. Und man hat auch wieder so einen Wasserfall gesehen. Also, ich finde den Park tatsächlich richtig, richtig gut. Wie gesagt, er ist auch kostenlos. Im Park haben wir uns entschieden, dass wir uns noch Peters holen. Das Ding ist, wir hatten nicht mehr so viel Zeit, um den Zug zu schaffen. Und ja, wir haben den Zug auch tatsächlich nicht geschafft. Und ich zeige euch jetzt gleich im nächsten Abschnitt die Peters. So, wir haben jetzt Peters gekauft und jetzt müssen wir gucken, was das ist. Nee, das ist Blumenkohl. Hä? Was ist denn das? Das ist Blumenkohl. Was ist das? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Blumenkohl ist. Oder? Das schaut aus wie verbrennte Falafel.
Mhm. Tante brennt die Falafeln. Wow.